verbindende Prinzip also ist Eros Kosmogonos. Die Erde ist da. Gaia erzeugt Uranus durch Selbstbefruchtung, Selbstbegattung. Himmel, Uranus, Erde, Gaia. Zwei Prinzipien, Yin und Yang. Es scheint das dritte Prinzip, Eros, die verbindende Kraft. Die ziehen sich an, Himmel und Erde, und alles entsteht. Eros selber, Eros Kosmogonos, wird in der griechischen Kosmogonie oft in einem Ei dargestellt, in einem silbernen Ei erscheint er. Jetzt können die Däniken-Freunde kommen und sagen, ja, das ist eine alte Erzählung, die darauf hinweist, dass einmal ein außerirdischer Raumschiff hier erschien in der Form eines silbernen Eis. Aus ihm entstand Eros Panes mit der Leuchte, oder vielleicht, wie das in dem Mythos ist, also ein Eugeniker oder Biochemiker in einem kleinen beleuchteten Fahrzeug, ja? Und entnahm Proben auf der Erde, die aus der Atmosphäre und aus dem Boden, ja, und analysierte das in seinem Raumschiff und kam zum Schluss, hier sind günstige Voraussetzungen gegeben zur Entstehen von komplexen Eiweiß, Kohlenhydrat, was auch immer, die damals Schwefel und Verbindungen, ja, und hinterließ ein kleines Katalysator, und dann ging es los. Nun, das kann man nicht beweisen, man kann das auch nicht entkräften. Ja, seine Zeit sind die Prozesse auf der Erde Hitze, Kälte, Wärme, Eis, Ströme von Regen, Wasser, Erdbeben, was auch immer, so weit und so oft gegangen, dass der Katalysator, das silberne Ei von Eros Kosmogonos, nicht mehr zu finden wird. Ob es so war oder nicht, ist nicht das Hauptthema hier. Das Hauptthema ist, in welchem Sinne, wie könnten wir uns das vorstellen, dass der kosmogonische Eros dann auch in einer Analogie in der Seele des Menschen wirkt. Wenn er die elementare Welt um sich und manchmal auch die Mitmenschen tief erlebt, das bedeutet, ihr Wesen erkennt oder beziehungsweise erlebt, ja, auf eine Art, die großen Dichter und Denker immer fasziniert hat,
denn das nannte man also Wesenserkenntnis. Und die Dichter haben das Inspiration genannt. Wesenserlebnis bringt ja immer eine Vision, eine starke, gefühlsgeladene Vision, die dann zum Ausdruck drängt, ja, die Seele des Dichters macht das in der Form von Gedichten oder Musik, manche auch können das in der Bewegung, ja, wie bei dem elementaren magischen Qigong, wie der Meister das Wesen des Wassers erlebt, am Ufer, wenn er Übungen macht. Und dann so bewegt, dass es wässrig wird und möglicherweise in seinem Blute dann das Wesen des Wassers wirkt und ihn reinigt und langlebendig. Bis unsterblich in den alten Zeiten, wo keine Vibrationen der modernen Technologie auf der Erdoberfläche waren. Malon. Also wir verfolgen die Frage hier, wie wirkt der kosmogonische Eros in der Seele des Menschen? Als Leitbild haben wir diese Wirkung des kosmogonischen Eros anhand der griechischen Mythologie, wo wir wissen, dass er, also Kosmogonie, in eine ihrer Formen verbindet, der kosmogonische Eros, Gaia und Uranus. Es ist also ein verbindendes Prinzip, aus dem alles entsteht. Und unaufhörlich. Und das unaufhörliche Entstehen vom Leben, sagen wir, auf der Erde. Sollen wir jetzt nur abbilden auf die menschliche Individualseele? Lassen wir uns das also zeigen. Seien wir nicht voreilig in dem abstrakten Spekulieren und Begriffe aneinander reihen. Ja, denn das ist, wenn wir den Weg von Ludwig Klages bestreiten wollen, oder den dichterischen, inspirativen Weg allgemein, wäre ein fataler Fehler. Wir würden den kosmogonischen Eros ertöten in uns durch scharfe analytische Konzentration auf die Begriffe und Gedanken, die aus ihnen sich zusammensetzen. Welche Begriffe aber schon sehr späte Erkaltungen, sagen wir Sedimentierungen, Verhärtungen des ursprünglichen warmen, plastischen, sich ewig verwandelnden Erlebens sind. Weiß ja jeder,
Dass wenn er einmal alle 5 Minuten verliebt war, wirklich heftig, ja, dass sich das ganze Leben dann wundert, was ist daraus geworden, aus dieser heißen ersten Begegnung. Unsere Kultur von Nietzsche, Diskultur, oder war das klar gesagt, Nietzsche? Beide meiner wichtigen Denker, einer von denen hat unsere Kultur die Diskultur genannt, die Amarama, kann es sehr gut. Aus einem kreativen, schöpferischen, warmen, heißen Erlebnis der ersten Begegnung zwischen zwei, zwischen Gaia und Uranus, zwischen Mann und Frau, Jünger und Fee, Jüngling und Fee, Dichter und Muse, kann eine verhärtete Substanz machen, die dann also funktioniert und die zwei vergeblich warten auf die Erneuerung der heißen Inspiration, weil der kosmogonische Eros wurde ausgetrieben aus der Individualseele durch pragmatisches Handeln, Denken, Profitdenken, Geld, Funktionieren, einem Standard entsprechen, was alles vorgefertigte Modelle sind, zu denen man sich ja mehr oder weniger deformieren muss. Natürlich hat auch die Tradition, zu der die neuen Seelen geformt werden, auch eine gewisse Stabilitätswirkung, Sicherheitswirkung, die neulich von Peter Sloterdijk sehr gelobt wird in dieser seiner Gedanken. Reihe zu den schrecklichen Kindern, wo mehr oder weniger alle großartigen Dichter und Komponisten und Träumer und Schwärmer als eine, wenn nicht Abweichung von dem stabilen und genesenden Modell der Gesellschaft, gesunden Modell der Gesellschaft, dann wenigstens ein bisschen ausgeflippte, schreckliche Kinder sind, die allein auf den Wege gelassen wurden, dann in der Kunst sich selbst zu entwerfen und sich selbst eine Identität geben müssen. Und das begleitet von Revolutionen, die das Durchmischen alles, die Traditionen werden aufgelöst und heroische Wahnsinnige entstehen, die neue Projekte haben, wie er das ganz schön schildert. Wie es in Russland zum Beispiel in den 20er Jahren zu solchen maximalistischen Forderungen kam wie Abschaffung des Todes, ja, unter den Dichtern wohlgemerkt, ja.
Abschaffung der Abhängigkeit von der Materie. Und das haben diese Dichter im Rausch der Kreativität und am neuen Anfang der Menschheit stehend der Partei ernsthaft vorgetragen. Ja. Oh, und sehr schön wird dort geschildert, wie sie dann nach einigen Jahrzehnten in der Umerziehungslagen gelandet sind, als die Partei, also ihre verknöcherte Tradition, überhaupt nicht mehr enden wollte durch solche schwärmerische Ideen. Ja, ist das, war das die Wirkung des Eros Kosmogonos? Oder nicht? Ist diese ganze übertriebene, sagen wir, entwurzelte, etwas hysterische Kreativität mancher Künstler, wird die vom kosmogonischen Eros ernährt oder nicht? Also ich sage direkt nicht. Es hat eher den Anschein, dass durch zu viel abstraktes Denken, ja, bei diesen Menschen die Seele krank geworden ist. Sie ist entrissen worden aus der Einheit mit dem Leibe. Und dann rotiert sie wie entwurzelt in den Bereichen, wo kein Halt ist, ja, und wird wahrlich zur Vernichtung des ganzen Organismus führen. Und wenn viele solche sind, da dann zur Vernichtung der ganzen Gesellschaft. Der Eros Kosmogonos wirkt anders. Schauen wir uns das an. So, die Biosphäre der Erde hat nach der Auffassung von Ludwig Klages und nach der Auffassung moderner Biologen der alternativen Art eine Seele auch. Die Mutter Gaia, Erde als ein zusammenhängendes Organismus. Bäume, Flüsse, Täler, Blumen, Tiere, die in der freien Laufbahn leben, atmosphärische Erscheinungen, Winde, Blitze, Regen, hat eine materielle Oberfläche natürlich, Energie in diversen Formen, die man messen, berechnen kann. Dann hat es aber auch eine Ebene, die seelisch zu bezeichnen ist, in Anführungszeichen, weil es aber eine überpersönliche Seele ist. Vielleicht ist es eine Ansammlung von Elementarseelen, ja, oder Elementardämonen, wie die alte Zeit sie nannte. Diese Elementarseelen verwandeln sich ständig, logisch, wie sich die Atmosphäre verwandelt. Tagesrhythmen, Jahresrhythmen und Jahreszeiten.
Beleuchtungen, Strömungen, Temperatur, Winde von unten von der Erde, aufsteigendes Magma, kosmische Strahlung, alles Mögliche webt hier durcheinander. Und vom Kosmos her, von herab gesehen, man sieht ganz schön, wie die Erde an der Oberfläche lebt, ja. Und wie es eine Einheit ist und die Grenzen des Menschen, was wiederum Konzepte sind, geometrische Konzepte, Flächenkonzepte, die sind überhaupt nicht da, wenn man die Erde als Ganzes anschaut. So, und Tages sagt nun, schreibt also, dass die Seele der elementaren Welt als Urbilder zu bezeichnen wäre. Das sind also anhand von den platonischen Ideen, also aber in Opposition zu ihnen gebildet, weil die platonischen Ideen nicht sozusagen im Strom des biosphärischen irdischen Geschehens zu finden sind, sondern auf einem unbewegten Ort der Ewigkeit, wo sie in einem idealen, unbewegten Zustand verharren, als vollkommene Vorbilder der konkreten Flüssebäume, Ströme und Gegenstände aller Art auf der Erde. Das nicht. Die klagischen Urbilder sind quasi fest in Umarmung mit den materiellen, sich verwandelnden Gegenständen, ja, oder Erscheinungen. Ja, da müssen wir unterscheiden. Also wenn wir über Erscheinungen sprechen, dann sind wir schon in der Seele des Menschen bei dem Erleben dieser Prozesse, und es ist Bereich der Phänomenologie. Ja. Wenn wir bei der Ontologie bleiben, das ist das Geschehen, das wird das Geschehen genannt, und das verwandelt sich permanent. Ja. Das sehen wir uns, wenn man eine Aufnahme, auch eine Wiederaufnahme zum Beispiel von brennendem Feuer, die Flammen so gegen dunklen Hintergrund nehmen, oder von einem Fluss, der fließt, oder von der Meeresbrandung, so geschickt, dass man das gut sehen kann, und dann schaut man das an und stoppt es, egal, in regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen, man stoppt das Video und nimmt das gefrorene Bild ein. Niemals ist es dasselbe wirklich. Man könnte das beweisen mit Fotografieren und mit Übereinanderlegen, Raster drauf machen. Es ist immer anders. Die Flammen, die Zungen der Flammen sind immer anders. Die Formen der Wellen, wenn man im Detail nachschaut, sind immer anders. Und so weiter. Außerdem, materielle Substrat der Welt verwandelt sich ständig und mit ihm oder parallel oder sogar in einem gewissen metaphysischen Vorsprung verwandelt sich die Seele dieser materiellen Biosphäre, also die Urbilder. Sie sind also in keinem Falle stationär, in keinem Falle fern von der stofflichen Welt,
in keinem Fall unwandelbar, was alles in der Metaphysik von Platon und aller späteren Gnostik, sagen wir, vorhanden ist, in der Zwei-Welten-Trennung festgeschrieben ist. Die ideale Welt, der unbewegten Ideen, und die mehr oder weniger gefallene Welt der realen Gegenstände.
this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Mother Nature's Son, kennst du, ne?